Ja, hier haben wir unseren Kane, 5-jährig, mit meinem Bereiter Ivan Nieto Sanchez. Kane ist ja auch erst seit Weihnachten bei uns. Hatte leider als 4-jähriger aufgrund eines Hornspaltes musste er lange pausieren und hat sich aber jetzt wirklich ganz, ganz toll entwickelt in diesem letzten, in eigentlich praktischen 3 Monaten. Eigentlich richtig schade, dass er jetzt nicht zum Hengstleistungsprüfung kann nach München. Er war jetzt eigentlich top vorbereitet. Er ist jetzt auf dem Niveau der Dressurpferdeprüfung Klasse L, was wir natürlich noch festigen wollen. Und er hat dann hoffentlich gute Chancen, sich für den Pavo Cup zu qualifizieren. Und ja, auch er, wie man das hier sieht, ganz toller Charakter. Wach, wo er wach sein muss, aber eben auch gelassen und ruhig, so wie wir uns das wünschen.